Es ist einfach schon 7 Monate her seit der letzten Tiefenanalyse. Alter, wie scheiße krass schnell die Zeit vergeht. Aber egal, jetzt ist es ja wieder soweit. Schon mal vorweg, der Scouter kommt hier nicht ganz so oft zum Einsatz wie bei den letzten 2 Teilen. Aber ja, geht los. Während Goku jetzt also zurückrennt oder fliegt, kommen die Saiyajin auf der Erde an und grüßen erstmal richtig. Selbst diese Größenordnung an Zerstörungskraft, nur weil jemand mal eben 2 Finger gehoben hat, kannte man bis dahin noch nicht. Was den Auftritt umso krasser macht und weswegen ihn wohl so gut wie jeder auch im Kopf behalten hat. Dann wollen die Saiyajin auch keine weitere Zeit mehr verschwenden und denjenigen aufsuchen, der Raditz auf dem Gewissen hat. Sie lokalisieren eine Kraft und tatsächlich ist weiterhin Piccolo derjenige mit der höchsten Kampfkraft. Die anderen bemerken auch schnell die Ankunft der Saiyajin und machen sich jetzt ebenfalls auf den Weg zu Piccolo und Gohan. Selbst Chaozu möchte unbedingt mithelfen und wird dieses Mal ganz, ganz bestimmt nicht sofort hops gehen. Ja, weil Krillin aber als erstes auftaucht, gibt's ein bisschen Smalltalk. An Krillin an sich kann sich Gohan also erinnern. Aber nicht an den Moment, in welchem er von Raditz weggekockt wurde? In der originalen Jump-Veröffentlichung ging der Dialog auch etwas anders. Nämlich kannten die beiden sich noch überhaupt nicht, was allerdings sofort darauf wieder geändert wurde, weil sie sich ja schon auf Muten Roshis Insel unterhalten haben. Naja, auf Krillin folgen sehr schnell die Saiyajin. Die wollen sich dann auch sofort integrieren und mitreden. Ganz, ganz vorbildlich. Dabei plappern die aus, dass Piccolo auch nicht von der Erde ist. Dam, dam, dam. Surprise, surprise, Motherfucker. Naja, zumindest weiß man jetzt, woher der Gute auch kommt. Vielleicht klärt sich bald auch, warum Krillin keine Nase hat. Hier wird das allerdings so beiläufig erwähnt und nicht wie bei Goku ein riesen Fass draus gemacht, was auch absolut in Ordnung ist. Es ist mit der Erklärung der Namekianer, dass diese nicht nur besonders stark sind, sondern auch noch magische Fähigkeiten haben, an sich auch nur eine Vorlage für die nächste Saga. Nachdem Piccolo nichts über die Dragon Balls weiß, was ja auch wirklich der Fall ist, wollen die Saiyajin ihnen die Scheiße aus dem Leib prügeln. Und somit beginnt der zweitlängste Kampf aus Dragon Ball, welcher die halbe Saga einnehmen wird. Dabei lässt es sich in grobe 3 Szenen aufteilen. Der Kampf vor der 3-Stunden-Pause, der Kampf danach und der Kampf gegen Vegeta. Diese unterteilen sich wiederum in 2 kleinere Szenen, die man trennen könnte, aber eigentlich zusammengehören. Im ersten haben wir den Kampf gegen die Pflanzenmänner und den Kampf gegen Nappa. Im zweiten haben wir die Weiterführung gegen Nappa und Gokus Ankunft und Kampf gegen Nappa. Im dritten haben wir Gokus Kampf gegen Vegeta und halt der Rest gegen Vegeta. Alles lässt sich aber unglaublich gut aufteilen, weswegen man auch über jede Sache einzeln unglaublich gut reden kann. Die 2 kleineren Szenen gehören aber meistens zusammen, weil diese zeitlich so gut wie gar nicht getrennt sind. Aber das werdet ihr auch schon merken. Zunächst pflanzen die Saiyajin die Pflanzenmänner, um die Stärke von deren Gegner einschätzen zu können. Die Scouter bringen immerhin nichts, da Vegeta sehr gut anmerkt, dass sie ihre Kampfkraft nach Belieben variieren können. Nappa kritisiert hier Raditz dafür, dass er das gemacht hat, obwohl er genau dasselbe vorhatte, hätte ihn Vegeta nicht darauf aufmerksam gemacht. Wie dem auch sei, die anderen Helden kommen jetzt auch an. Erst Tenjin Han und Chaozu und dann Yamchu. Witzig, dass die in der umgekehrten Reihenfolge kommen, wie sie auch wieder gehen werden. Yamchu kommt zum Schluss und verabschiedet sich auch wieder als erster. Danach Chaozu und Tenjin Han. Das Dreierteam, was etwas länger zusammen war, war auch am längsten im Kampf drin. Da unsere Helden jetzt aber zu 6 sind und die Pflanzenmänner auch zu 6 sind, gibt's ein kleines Turnier. Der einzige, der dagegen ist, ist Piccolo. Verständlich. Keiner von unseren Helden hatte bisher eine All-Out-Begegnung mit den Saiyajin, außer ihm. Er ist der Einzige, dem bewusst ist, dass es hier um Leben und Tod geht. Die anderen sind noch extrem gelassen und ruhig. Viel zu gelassen. Sie realisieren im Moment gar nicht, dass die Saiyajin da stehen, um sie gleich zu töten. Dass die Erde in Gefahr schwebt. Sie spielen das herunter und sehen das eher als Turnier an, ohne den Konsequenzen bewusst zu sein. Na gut, immerhin kennen sie auch nichts anderes als Turniere. Und klar sollten sie auf sich selbst vertrauen, nachdem sie nun fast 1 Jahr lang unter anderem unter Gott trainiert haben und nun sogar Piccolo auf ihrer Seite haben. Und da sie das Ganze jetzt auch noch als gutes Zeitspiel sehen, damit auch noch Goku kommen kann, welcher im fucking Jenseits trainiert hat, sehen sie das doppelt gelassen. Nachdem auch noch Tenjin Han den ersten Pflanzenmann so leicht platt gemacht hat und sie dann auch noch erfahren haben, dass die Pflanzenmänner ungefähr so stark sein sollen wie der Saiyajin vor 1 Jahr, kann man die Sicherheit
fast schon nachvollziehen. Als nächstes möchte Krillin gehen, aber vorsichtshalber geht Yamchu erst einmal vor, da Krillin schon einmal zum Leben erweckt wurde und das nicht noch ein weiteres Mal geht. Das ist das Beste, was zu der Ernsthaftigkeit der Lage gesagt wurde. Und das kam von Yamchu. Dieser bringt seinen Pflanzenmann genauso schnell zur Strecke und wird übermütig. Hätte er sich mal an seinen eigenen Worten zu Krillin erinnert. Tja, so schnell wird man zum Meme und zu einer Actionfigur. Die erste Actionfigur eines toten Charakters. So viel Action. Und ab hier schaltet es plötzlich um. Die Helden als auch der Leser bemerken jetzt, wie ernst das Ganze doch ist. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Selbst ein kleiner Handlanger gewinnt gegen einen der Hauptcharaktere und tötet diesen. So etwas gibt es so gut wie nie im Anime, außer Attack on Titan. Jeder ging davon aus, dass die Pflanzenmänner nur dazu da sind, damit die Truppe extrem stark dargestellt wird und man dachte, dass sie diese ohne Probleme besiegen würden. Dass schon so früh einer stirbt, hat niemand erwartet und kam somit umso härter rüber. Der Tod von Yamchu ist vor allem deswegen so in Erinnerung geblieben. Sein Tod war noch nicht einmal so undramatisch, wie man denkt. Er hatte nur gegen den Pflanzenmann gekämpft, um einen seiner besten Freunden, nämlich Krillin, zu beschützen. So viel, wie viel die beiden schon zusammen durchgemacht haben. Und es ist ja auch immerhin Krillin, der zu Yamchus Leichnam rennt und diesen voller Wut rächen möchte. Nachdem Piccolo noch Gohan beschützt, kommen die Saiyajin, welche mit voller Kraft getroffen wurden, lächelnd aus der Staubwolke raus. Mit Yamchus Tod wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass es hier um Leben und Tod geht, dass die beiden den Angriff voll eingesteckt haben, aber keiner von denen einen Kratzer davon getragen hat, zeigt ihnen, wie viel stärker die beiden Saiyajin sind und als Nappa dann auch noch direkt darauf loslegt, dadurch die Erde bebt und Chaozu mit seiner Telepathie nichts machen kann, verstarren alle vor Angst. Eine so massive Veränderung von total gelassen, alles ist gut, zu fuck, wir werden alle sterben, in nur 3 Kapitel. Dabei nimmt das hier noch nicht einmal ein Ende, denn die Fahrt geht direkt weiter. Nappa stürzt sich als erstes auf Tenjin Han, vermutlich weil dieser als erstes einen Pflanzenmann besiegt hat und so locker umgehauen hat und die Saiyajin deswegen etwas verärgert waren. Dabei konnte er kaum reagieren und verliert dadurch mal eben einen Arm. Witzig wäre, wenn er jetzt seine 4-Arm-Technik rausholen würde und mit 3 Armen weiterkämpfen würde. Doch so weit kommt es gar nicht. Krillin wollte noch helfen kommen, aber Piccolo hat da komischerweise gesagt, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Also sollte Nappa jetzt einfach Tenjin Han töten? Das bringt euch jetzt aber auch nicht viel, wenn ihr mit ihm, selbst wenn er verletzt ist, bessere Chancen hättet. Nappa hatte aber auch keinen Bock auf Störer und schneidet Krillin eben den Weg ab. Chaozu konnte sich aber unbemerkt hinter ihn bringen, an Nappas Rücken festhalten und sich in die Luft sprengen. Sehr heroisch, wo selbst Piccolo Respekt zollt. Zwar ist dieser Tod ebenfalls sehr dramatisch, da Tenjin Han all the feels bekommt, aber das war alles, worauf Akira gekommen ist? Er hat noch nicht einmal versucht zu kämpfen, keinen Strahl abgefeuert, nicht welche mit dem Schlappen verteilt, nichts. Er hat versucht, ihn einmal kurz zu stoppen, was aber nicht funktioniert hat und kam direkt darauf, als einzige Lösung, sich in die Luft sprengen zu müssen? Noch dazu wurde er schon einmal von den Dragon Balls wiedererweckt. Er ist also den unwiderrufbaren Tod eingegangen, ohne überhaupt irgendetwas anderes versucht zu haben. Er war das Leben vielleicht einfach nur leid, nachdem er beim 23. großen Turnier nicht mal die Vorrunde geschafft hat und bei Piccolo auch direkt getötet wurde. Ein frühzeitiges Ausscheiden ist bei ihm wohl schon zur Gewohnheit geworden. Seitdem kam Chaozu auch so gut wie gar nicht mehr in der Serie vor. Echt schade, da man ihn, genau wie Yamchu und Tenjin Han mit der Kaioken oder sonst wie, noch gut in die Serie einbauen könnte und auch meiner Meinung nach sollte. Nachdem er sich nun also pulverisiert hatte und jeder wahrscheinlich ein bisschen Chaozu einatmen durfte, ist Tenjin Han natürlich etwas pissig und sieht ebenfalls keinen anderen Ausweg, als sich selbst zu opfern und vielleicht Nappa mitreißen zu können. Weil er so voller Zorn war, war sein Tod immerhin besser und er war auch der erste, der Nappa überhaupt sichtlich geschadet hatte, auch wenn nur die Rüstung etwas darunter gelitten hat und er nur ein paar Kratzer abbekommen hatte. Von der lockeren Stimmung am Anfang ist nichts mehr geblieben. Zumindest bei den Z-Kämpfern. Krillin schreit sogar hier voller Verzweiflung, dass Goku endlich mal kommen soll. Das schnappt Vegeta so nebenbei auf und gewährt somit eine 3-Stunden-Pause, damit Goku noch miterleben kann, wie sie seine Freunde vor seinen Augen töten werden. Was ich hier etwas schade finde, ist, dass gar keine Spannung aufgebaut wird, ob Goku es nun rechtzeitig in diesen 3 Stunden schafft oder nicht. Alles, was wir bekommen, ist,
Ihr bekommt 3 Stunden Zeit. 3 Stunden später. So, geht weiter. Auch wenn die Pause nicht wirklich lange geht, ist sie dennoch sehr wichtig. Es baut zumindest weiterhin Spannung zwischen denen auf, die schon dort sind. Die Saiyajin sind extrem gelassen, hoffen auf Gokus Ankunft und teilen die Kämpfer entspannt und voller Freude auf sich auf. Für sie ist Töten nur ein Geschäft und ganz normal, während die Gegenseite am Verzweifeln ist und schon mit ihrem Leben abschließt. Die falsch kolorierte Rüstung von Vegeta wollte ich an sich nicht erwähnen, aber ich meine, ganz kurz mal erwähnen, schadet ja auch nicht. Nach der Pause geht es weiter und sie haben sogar einen Plan, welchen Piccolo erst erzählt 10 Sekunden bevor es wieder losgeht. Aber hey, besser spät als nie. Dieser Plan gibt einem tatsächlich ein wenig Hoffnung, was nach guter Umsetzung schon wieder in eine komplette Zerstörung ausartet. Ein taktisches Dragon Ball ist so unglaublich spannend. Es braucht auch keine Verwandlungen. Ich meine, ist cool und so, Super Saiyajin. Mega geil, aber es braucht es noch nicht einmal, dass jeder Gegner auf einmal eine Verwandlung hat. Gott, wie ich diesen Kampf liebe. Die Gelassenheit der Saiyajin. Vegeta, der Nappa auslacht, weil er sich von denen ärgern lässt, und die Z-Kämpfer, die alles versuchen, aber scheinbar jeder Widerstand zwecklos ist. Und was macht eigentlich Son Goku? Oh, er ist auf der Erde angekommen, springt vom Gottespalast, schnappt sich paar magische Bohnen, isst davon eine, holt Jindo-Jun und fliegt zur Hilfe. Okay. Was zum Fick? Hier hat sich bestimmt jeder gedacht, warum er da mit Jindo-Jun rumtuckert, anstatt mal eben selbst zu fliegen. Natürlich kann man sagen, dass er jedes bisschen Kraft einsparen möchte, aber warum ist er dann schon direkt die magische Bohne? Jindo-Juns Maximalgeschwindigkeit ist knapp 1850 km/h. Gokus Durchschnittsgeschwindigkeit bei dem Rückweg am Schlangenpfad beträgt 20.830 km/h. Er könnte die magische Bohne ja auch dann noch essen, wenn er angekommen ist. Dadurch war der Tod von Piccolo locker vermeidbar. Damit aber zurück zum Kampf. Wie schon erwähnt, lässt sich Nappa ein wenig von den Helden ärgern. Das schaffen sie nur, weil sie sich ihrer Überzahl zunutze machen. Krillin greift Nappa an, während er Gohan angreifen wollte. Dank seiner Energiediskus schafft er sogar, Nappa zu verletzen. Eine Technik, die selbst Freezer durchschneiden konnte und man sich eigentlich relativ uneinig ist, ob die jetzt alles durchtrennt oder nicht. Im Anime konnte sie Zellen nicht durchtrennen, aber offiziell im Manga gibt's das nicht. Wie dem auch sei, jetzt ist Nappa vollkommen auf Krillin fokussiert und das nutzt Piccolo wiederum aus, um ihn von hinten zu treffen und Krillin zu retten. Sie kämpfen, anders als sonst in Dragon Ball, sehr dreckig und nutzen jede Chance, die sie kriegen, schamlos aus. Es bleibt ihnen auch immerhin auch nichts anderes übrig, als so zu kämpfen. Und endlich bemerken sie Son Gokus Energie in der Ferne. Vegeta prüft das und als auch er bestätigt, dass sich jemand mit 5000 Kampfkraft nähert, wirft er komplett alle Pläne über Bord und die Stimmung ist auch bei den Saiyajin jetzt etwas angespannter. Immerhin weiß Vegeta nicht genau, wie weit Goku diese auch noch steigern kann, da er bei den 5000 Kampfkraft von der Minimalkampfkraft ausgeht. Deswegen soll Nappa jetzt schnell noch alle anderen töten, noch bevor Goku da ist. Er geht daraufhin auf den wohl Schwächsten, nämlich Gohan. Doch zur Überraschung von jedem wehrt er sich plötzlich und landet den wohl bisher besten direkten Treffer gegen Nappa. Aber woher der Sinneswandel? Vor kurzem hatte er noch vor einem Pflanzenmann Angst, war in Schock, als er Nappa angreifen sollte und jetzt bämst er den einfach weg? Ein Grund, warum er Nappa beim ersten Mal nicht angreifen wollte, war, dass er Angst hatte, nach dem Angriff als Ziel von Nappa zu werden und aufs Maul zu bekommen. Die Vorstellung an sich war zu angsteinflößend für ihn. Als sein Meister Piccolo ihm dann in der Pause gesagt hat, dass er nutzlos ist und sich einfach verpissen soll, so hat er sich zusammengerissen. Er hätte bei der Taktik mit dem Schwanz auch schon durchgezogen, aber eher vom Befehl von Piccolo her als von sich selbst her. Erst als Nappa ihn danach getreten hat und er bemerkt hat, dass das zwar wehtut, die Angst davor aber schlimmer war als der Tritt selbst, konnte er sich zusammenreißen und somit ein brauchbarer Kämpfer werden. Er hat sogar Nappa zu sich gelenkt, um genug Zeit rauszuholen und Piccolo das Ganze überlebt, damit die Dragon Balls intakt bleiben. Er konnte seine Angst überwinden, seine Kraft kontrollieren und sich endlich gegen Nappa verteidigen. Das hat Nappa aber gar nicht geschmeckt, weswegen er ihn jetzt töten möchte und wir somit zu Piccolos Tod kommen. Dieser hat genau das Gegenteil gemacht, weswegen er Son Gohan eigentlich trainiert hatte. Er hat Son Gohan trainiert, um ihn im Kampf zu benutzen, damit er diesen Kampf überlebt. Jetzt hat er sich stattdessen für ihn geopfert. Der mit Abstand dramatischste Tod in dieser Saga.
Einfach nur aus dem Grund, dass Akira hier viel mehr Zeit investiert hat. Piccolos Bindung mit Gohan ist noch ganz frisch und wurde in der Saga genau für diesen Moment aufgebaut. Sein Tod ist nicht so beiläufig wie der von den anderen. Ganz im Gegenteil. Sein Tod ist immens wichtig für die Story. Man hat die Bestätigung, dass Piccolo sich wirklich geändert hat, so wie es Kami schon erwähnt hat, und ohne sein Tod würde es nicht nach Namek gehen. Auch der Zeitpunkt seines Todes war verdammt wichtig. Würde er vorher sterben, dann könnte Kami gar nicht Goku abholen und auf die Erde teleportieren. Würde es länger dauern, dann wäre Goku schon dort und er wäre erst gar nicht gestorben. Wäre schon blöd, wenn er vorher gestorben wäre und Goku da dann die ganze Zeit wartet und ihn keiner abholt. Nach einem verzweifelten Dämonenblitz, welchen er nie wieder im Manga einsetzen wird, kommt Nappa auf ihn zu, tritt zu und plötzlich schwebt Gohan auf Jinjujun und jeder weiß, was passiert ist, bis auf die Saiyajin. Ein sehr geiler Auftritt, gefolgt von einem sehr gut in Szene gesetzten Kampf. Erst bekommen wir ein wenig die Bindung zwischen Goku und seinen verstorbenen Freunden zu spüren, indem er jeden einzelnen einen Schlag gegen Nappa widmet und plötzlich sieht der vorhin noch fast unaufhaltbare Nappa ziemlich alt aus. Egal was er jetzt versucht, Goku bleibt entspannt und wehrt alles ab. Goku ist so dominant, dass Vegeta mit Nappa die Plätze tauschen möchte. Als kleines Abschiedsgeschenk wollte er noch Krillin und Gohan mitnehmen, was uns die Möglichkeit gibt, die von Meister Kaio erwähnten Kaioken zu sehen. Fantastisch. Das führt uns jetzt zum Schluss noch zu der Beziehung zwischen Nappa und Vegeta. Die Rangordnung ist hier ganz klar. Vegeta hat das Sagen und Nappa muss sich dem fügen. Er ist im Rang höher und auch von der Kampfkraft mehr als viermal so stark. Und ganz anders als Dämonenkönig Piccolo, der bei Verlust eines seiner Kinder tatsächlich Schmerzen empfunden hat, ist es bei Vegeta, ja, sagen wir einfach mal, dass Nappa nicht sein Sohn ist. Auch wenn Nappa überrascht ist, sollte es ihm eigentlich klar sein. Für Vegeta ist nur jemand gut, der auch einen Nutzen hat. Alles dreht sich hier um Kampfkraft. Spätestens als er Raditz tot lassen wollte und stattdessen sich die Unsterblichkeit wünschen wollte, sollte es bei Nappa Klick gemacht haben. So Freunde, das war jetzt der dritte Teil der Tiefenanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der vierte Teil wird sobald wie möglich kommen. Ich versuche jetzt die Reihe wirklich abzuschließen, danach die Namek-Saga zu machen, danach die Cell-Saga, die Buu-Saga, komplett Dragon Ball Z abzuschließen. Es werden natürlich noch andere Dragon Ball Z-Videos kommen, aber nicht ganz so viele. Ich will jetzt wirklich versuchen, die Tiefenanalyse hier zu beenden. Ich hoffe, es wird nicht wieder 7 Monate dauern, bis ich dein Teil 4 rausgebracht habe. Das wird dann der Kampf gegen Vegeta sein und der ja, hinterher weitere Kampf gegen Vegeta von Synchron und so weiter. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde. Wir sind wie ein Phantom, wir sind wie